Hallo und herzlich willkommen zu dieser Clearing Session mit dem Thema mit Leichtigkeit vorwärts gehen. Auf uns kommt jetzt eine gemeinsame geführte Gruppensession zu und wir arbeiten in diesen Clearing Sessions, in diesen Gruppensessions mit unserem kollektiven gemeinsamen Feld, unserem kollektiven gemeinsamen Energiefeld, dass wir alle, die wir jetzt in diesem Moment präsent sind, und auch jeder Mensch, der zu irgendeiner Zeit im Universum diese Aufnahme anschaut, sich einklingt, sich verbindet. Und wer schon öfters zugeschaut hat und mitgemacht hat bei den Clearing Session, weiß, wir haben dieses gemeinsame Energiefeld. Über dieser Learn Storytelling Community schwebt eine Art Energiefeld. Das kann man sich so bildlich vorstellen wie eine Wolke. Und wir speisen mit unserer Energie, speisen wir dieses Gruppenenergiefeld und gleichzeitig downloaden wir aus diesem Gruppenfeld auch die Energie, die da in der Luft hängt. Und du hast bestimmt schon die Erfahrung gemacht, du bist in irgendeine Gruppe reingekommen und hattest so das Gefühl, boah, hier irgendwie, ich meine, es ist eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe wie der andere, und du hattest bei irgendeiner Gruppe das Gefühl, nee, irgendwie taugt es dir nicht, bevor du irgendwas gelesen hast. Und das ist das Energiefeld, das diese Gruppe ausstrahlt. Und bei anderen Gruppen, wahrscheinlich hier, weil sonst wärst du jetzt vermutlich nicht hier in diesem Live-Call, kommst du rein und hast so ein Gefühl von, also in der Lerner Storytelling hat es mal jemand wunderschön beschrieben, dass hier reinzukommen fühlt sich für ihn an, hat er gesagt, wie man kommt nach Hause, zieht die Schlappen aus, setzt sich ans Lagerfeuer und macht sich gemütlich und taucht ein in die Welt der Geschichten. Und das ist das Energiefeld der Gruppe, das wir zusammen geschaffen haben, das wir gemeinsam kreiert haben. Dieses Energiefeld, alle Energiefelder, in denen du angeklingt bist, verändern dich, beeinflussen dich, haben eine Wirkung auf dich. Sie können dich erheben oder sie können dich klein machen. Und wir erschaffen mit diesen Clearing Sessions ein gemeinsames Energiefeld, das uns fördert, das uns stärkt, das vollgepumpt ist mit Energie, mit Verbindung, mit Vertrauen, mit Leichtigkeit, mit Ausrichtung, mit Fokus. Mit Qualität, mit einer Qualität, die Menschen verbindet und öffnet. Mit einer Qualität, die Menschen erhebt. Mit einer Qualität, die Menschen dazu einlädt, ihr Höchstes zu leben und zu zeigen. Alte Geschichten hinter sich zu lassen und sich in ihrem höchsten Selbst, ihrer höchsten Kraft, ihrer höchsten Energie zu zeigen und rauszugehen in die Welt und zu sagen, hier bin ich. Ich stelle mich zur Verfügung, um der Welt was beizutragen. Ich stelle mich zur Verfügung, um der Welt meine einzigartige Qualität beizutragen. Ich stelle mich zur Verfügung, um meine Energie richtig, richtig, richtig hoch und rauszulassen und damit einen Unterschied zu machen. Und dieses Feld schaffen wir hier, damit es für jeden von uns noch leichter wird, damit es für jeden von uns noch entspannter wird, damit jeder von uns noch klarer und ausgerichteter ist. Und heute werden wir 10 Schritte durchlaufen in diesem gemeinsamen aktiven Prozess. Die Schritte sind zum aktiv Mitmachen, also du kannst es genießen und ich werde dich immer wieder dazu auffordern, mit deinem Geist oder mit deinen Händen etwas zu tun. Und ich mag dich einladen, lass dich voll auf diesen Prozess ein, genieße, was da passiert und wie ein Abenteurer, wirf dich in diesen Prozess rein und sag jetzt, schauen wir mal, was da kommt. Das Thema dieser Clearing Session ist mit Leichtigkeit voran. Und ich möchte jetzt von dir wissen im Kommentar, was ist deine Intention für diese Session? Was ist deine Intention oder für wo wünschst du dir Leichtigkeit? Gibt es einen speziellen Lebensbereich, wo du dir Leichtigkeit wünschen würdest? Tipp bitte jetzt deine Intention in dieses Chatfeld und lass uns teilhaben, inspirier uns. Danke Marion für die Herzen, die du gerade sendest. Inspirier uns mit deiner Intention. Warum bist du heute hier und was darf so richtig, 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 richtig leicht werden? Aline schreibt yes. Aline, was ist deine Intention? Was darf für dich durch diese Session richtig leicht werden? Was darf in deinem Leben richtig, 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 ich mag dieses Wort, richtig, richtig leicht werden? So, hallo Conny, grüße dich. Mit Essen, ja, guter Punkt. Für Eileen darf das Thema Essen richtig leicht werden. Und das ist so ein wundervoll plakatives Beispiel. Weil jeder von uns hat Lebensbereiche, wo wir uns Leichtigkeit wünschen.
Und manchmal kommt man in den Gedanken, naja, ist vielleicht doof, mir da Leichtigkeit zu wünschen, weil vielleicht tut es ja jedem anderen auch leicht fallen, außer mir. Und kann ich mir da Leichtigkeit wünschen? Und ja, du darfst dir die Leichtigkeit wünschen, du darfst die Leichtigkeit erfragen, du darfst die Leichtigkeit jetzt downloaden, empfangen, du darfst sie haben. Es gibt kein, wie soll ich sagen, kein Gesetz, das dir irgendwie vorschreibt, dass etwas schwer sein muss, sondern du darfst dir die Leichtigkeit jetzt nehmen, du darfst sie dir aufmachen. Gisa schreibt, Business. Ja, Business darf leicht sein. Business darf einfach leicht sein. Wir dürfen uns das Business systematisch immer leichter und leichter machen. Ich habe immer wieder gemerkt, dass es Lebensbereiche für mich gab, im Business vor allem, die sich so zäh angefühlt haben, die sich schwer angefühlt haben. Und immer wieder ist es mir gelungen, durch Prozesse, meistens durch energetische Prozesse, eine Leichtigkeit reinzubringen. Wenn ich denke, wie ich mich angestellt habe, mal Webdesign zu machen und so Sätze um mich herum hatte, wie, boah, das ist schwer, so eine Seite zu gestalten, eine Landingpage kreieren, was schreibe ich denn, was mache ich denn drauf? Dann habe ich Fortbildung angeschaut, habe das theoretische Wissen gesammelt, aber es war immer noch schwer und zäh und es war so ein Gefühl von, boah, jede Zeile ist irgendwie wie ein Marathonlauf, was ist denn da los? Und durch diese energetischen Prozesse, wie wir sie jetzt machen, ist es einfach so, bam, und dann setze ich mich an den Laptop und plötzlich so, Alter, wie konnte das jemals so schwer sein? Das ist so leicht plötzlich. Ich weiß, was ich schreiben soll. Ich weiß, wie ich es aufbaue. Es ist einfach da. Und das habe ich immer und immer und immer und immer wieder erlebt. Und ich bin heute der Überzeugung, dass wir uns die Sachen alle immer leichter machen können. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Es ist nicht kein Problem, wenn was gerade schwer ist. Das ist nicht, keine Ahnung, du musst dich nicht schlecht fühlen, nicht schuldig fühlen, sondern es ist völlig okay, dass es gerade so ist. Und der Prozess darf kommen, dass es für dich immer leichter wird. Caroline sagt, Leichtigkeit bei der Kundengewinnung, das darf echt voll leicht gehen. Ja, Caroline, es darf. Das ist auch ein Prozess, wo ich immer wieder durchgelaufen bin, wo ich festgestellt habe, ja geil, ich liebe Schreiben, also darf ich einfach per Schreiben meine Kunden gewinnen. Geil, funktioniert. Dann jetzt hier diese Prozesse, ihr seht, die bringen mich zum Strahlen, die machen mich positiv aufgeregt und die dienen auch meiner Kundengewinnung. Und das ist leicht für mich, das ist Energie für mich, das ist so einfach meine Kunst, das ist für mich ein künstlerisches Spiel, als würde ich mit Worten ein Bild malen. Es ist einfach leicht und es funktioniert und es darf einfach leicht sein. Agnieszka sagt, mit Leichtigkeit meinen eigenen Weg gehen und meiner Berufung folgen. Ja! Das ist ein Punkt, wo ich dir definitiv zu 1000% sagen kann, das wird leichter werden. Das wird leichter werden. Das kannst du entblocken und es wird heute leichter werden. Silvia sagt, Marketing, Buchhaltung darf leicht werden und flutschen. Oh ja. Möglicherweise heißt leicht werden, beim Marketing kann ich dir aus meiner Profession sagen, weil es ist ja mein Job, es dir leicht zu machen, dir beizubringen, wie du dich so connectest, dass du sowohl deine energetischen Fähigkeiten als auch dein Marketing zusammenbringst und für dich eine einzigartige Art und Weise findest, die es dir leicht macht und es auch energetisch entblocken kannst. Das mache ich ja mit dir, das ist mein Beruf und dementsprechend kann ich dir sagen, das Marketing wird leicht. Das geht und es ist schön und es funktioniert. Es ist Arbeit, du brauchst Wissen, du brauchst Profession, du musst es tun, aber das Gefühl dahinter kann echt schön sein. Und bei Buchhaltung, meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, da geht es mir weniger darum, es mir leicht zu machen, da geht es mir darum, es abzugeben. Ich habe Buchhaltung entblockt und dann war einfach der Gedanke da und jetzt gebe ich es ab. Und das hat es so verändert, weil man muss ja nicht alles selbst leicht beherrschen. Man kann es auch einfach abgeben, leicht abgeben. Aileen sagt, Druck raus. Ja, bitte, Druck raus. Xantia, Entspannung auf dem Weg zu meiner vollgelebten Berufung. Du bist auf einem guten Weg, Xantia. Die Art, wie du dich zeigst, da drückst du dich schon mit Leichtigkeit aus. Das ist toll, das inspiriert andere und es wird immer leichter werden. Fluss der Fülle, sagt die Marion. Was für ein schönes Bild. Stell dir einen Fluss der Fülle vor, der vielleicht in dich reinfließt, durch dich durchfließt, der da ist. Ein wunderschöner, lebendiger, strahlender Fluss. Oh ja. Sabine, mit Leichtigkeit frei reden können, überall wo ich bin. Ja, bitte, ja, bitte, ja, bitte. Stell dir vor, wie du vor 1000 Leuten entspannt sprichst und sagst, hier bin ich. Geil, ich hab was zu sagen. Xantia, einfach sein können ohne müssen. Meine Erfahrung ist, das Müssen ist, weißt du, bei mir gibt es Dinge, wo ich mir sage, die muss ich machen. Und das lasse ich jetzt so stehen. Und meine persönliche Herangehensweise ist, ich habe sie zu tun. Und es ist kein Problem, dass ich sie machen muss. Aber ich werde einen Weg finden, der für mich stimmt.
Das heißt, ich muss sie nicht ablehnen, weil ich sie machen muss, sondern ich finde Wege, die für mich stimmen, die für mich leicht sind. So, Mai. Meine Intention, mit Leichtigkeit die richtigen Kundinnen für meinen Acro-Yoga-Online-Kurs finden und ihnen verkaufen. Ja. Paare, die Verbindung suchen, ist meine Behauptung, dass das die Zielgruppe sind und Yoga-Lehrer, die ihre Fähigkeiten-Pensum um Acro-Yoga erweitern möchten. Ich glaube, das sind deine Zielgruppen und da bist du auf einem guten Weg, weil du leistest gute Arbeit, du gehst beständig vorwärts, du bist genial, Mai, und bei dir ist es bloß eine Zeitfrage. Kerstin. Leichtigkeit beim Schreiben und in der Liebe und Partnerschaft. Erstmal danke an jeden, der seine Intentionen teilt. Danke, ihr macht diesen Prozess so powerful damit. So, Vera, alles darf leicht sein. Xantia, mit Leichtigkeit in die Fülle. Katharina, mich mit Leichtigkeit öffnen. Da bist du hier sowas von richtig. Da bist du sowas von richtig. Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, mein Feld öffnet Menschen. Das heißt, du bist richtig. Bernhard, Leichtigkeit in Mitteilen, im Ich-Sein und in der Fülle leben. Jelkia, Fokus und endlich herausfinden, was genau konkret ist meins. Also, Jelkia, du bist ja jetzt schon gestern und vorgestern da gewesen. Und mein Gefühl, meine Intention, meine Intuition sagt, du bist schon da. Irgendwie, was ich kriege ist, es ist schon da und du hast nur irgendwie Tomaten auf den Augen. Also spüre nicht rein, ob das für dich stimmt, aber das bekomme ich glasklar und ja, let's see. Marion, ja, mit Schreiben Kunden gewinnen, das darf auch leicht gehen für mich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke, danke, danke für eure Intentionen. Das ist so powerful. Intentionen sind so kraftvoll. Intentionen fokussieren eure Energie. Wenn ihr sie aussprecht, noch viel mehr, als wenn ihr sie bloß denkt. Wenn ihr sie aussprecht, denkt, fühlt und teilt, dann ist es wie BAM! BAM, 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 BAM. Jetzt, zweiter Schritt des Prozesses, forme jetzt dein persönliches Mantra der Leichtigkeit. Viele von euch haben schon mit Mantras gearbeitet und haben für sich Sätze gefunden, die für sie viel Kraft enthalten, die für sie eine kraftvolle Botschaft enthalten. Und mein Mantra der Leichtigkeit ist zum Beispiel, bei mir geht's richtig leicht. Bei mir geht's richtig leicht. Bei mir geht's richtig leicht. Und dieser Satz, der verkörpert für mich so, ja, ist egal was es ist, bei mir geht's richtig leicht. Und ich tanze so, wenn ich diesen Satz, wenn ich mich da reinspüre, dann tanze ich so durch mein Leben. Dann tanze ich da durch und tanze mich vorwärts und es ist schön. Bei mir geht's richtig leicht. Was ist dein persönliches Mantra der Leichtigkeit? Formuliere dein Mantra der Leichtigkeit jetzt. Wenn du möchtest, teile es in den Chat-Kommentaren. Formuliere es für dich. Wenn du dir unsicher bist, nimm das Erste, was kommt. Das könnte sein, ich bin richtig leicht. Bei mir ist es richtig leicht. Das Leben ist leicht. Es darf leicht sein. Es ist leicht. Leichtigkeit ist da. Ich bin Leichtigkeit. Leichtigkeit. Wer weiß, was dein Mantra der Leichtigkeit ist, du weißt es. Lass dein Mantra der Leichtigkeit jetzt nach oben kommen und jetzt sprich es für dich. Egal wer zuhört. Sprich es für dich kraftvoll und laut aus. Bei mir geht's richtig leicht. Bei mir geht's richtig leicht. Bei mir geht's richtig leicht. Sprich jetzt dein Mantra der Leichtigkeit richtig aus. Bei mir geht's richtig leicht. So. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass ihr es alle gemacht habt, dass ihr alle eure Mantra der Leichtigkeit gefunden habt und es gerade ausgesprochen habt, vielleicht sogar mehrmals. Alles easy, sagt Mai. Geiles Mantra, alles easy. Oh mein Gott, eine Herausforderung. Alles easy. Schaut, wie das die Energie verändert. Wow, wir stehen vor einer fetten Herausforderung. Alles easy. Das ist wie ein Zauberspruch. Solche Sprüche sind wie Zaubersprüche. Grit sagt, ich bin leicht und frei. Ich bin leicht und frei. Ich mag Ich-Bin-Sätze, die sind sehr kraftvoll. Vera, alles ist leicht. Alles ist leicht. Alles ist leicht. Alles wird immer leichter und leichter. Ich mache es mir leichter und leichter. Ich mache es mir leichter und leichter. Ich gestalte mir das Leben leichter und leichter. I love it. 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 Danke fürs Teilen. Sprecht nochmal euer Mantra der Leichtigkeit jetzt aus. Bei mir geht's richtig leicht. Alles easy. Ich bin leicht und frei. Alles ist leicht. Es wird immer leichter. Ich erzähle leicht. Geil, 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 geil. Danke. Danke, danke, danke. Jetzt schließ bitte deine Augen, weil wir beginnen jetzt mit dem fokussierenden Prozess. Alles fließt, sagt David. Boah, schön, schön, schön. Alles fließt.
Gerade für Wassertypen, für Typen, die sich selbst mit Tiefe identifizieren, ist so ein Wort wie es fließt, in Leichtigkeit fließen, wundervoll. Markus sagt, ich bin einfach leicht. Kerstin sagt, ich schreibe mit Leichtigkeit. Es ist wunderschön. Schließt jetzt bitte eure Augen. Bitte jetzt eure Augen. Und dann spür rein und spür dich. Ich möchte, dass du jetzt deinen Körper spürst. Und dann atme bitte einmal tief ein. Nochmal. Danke. Ich bin im Flow. Spür deinen Körper. Spür deinen Körper. Du bist im Fluss der Fülle. Alles ist leicht. Alles ist so leicht. Spür deinen Körper. Und dann spüre dein Energiefeld. Spüre dein Energiefeld, das über deinen Körper hinausgeht. Nimm wahr, wie es sich für dich anfühlt oder darstellt. Ich rufe Leichtigkeit in der Verbindung zu deinem Energiefeld. Ich rufe, dass es dir leicht fällt, dein Energiefeld zu spüren, dich mit deinem Energiefeld zu verbinden und dich jetzt wahrzunehmen. Wie du deine Energie jetzt wahrnimmst, ist völlig gleichgültig. Egal, was es jetzt ist, es ist richtig. Falls du gerade denkst, oh nee, ich mache das falsch, ich kann das irgendwie nicht. Nein, nein, nein. Das, was du jetzt kriegst, ist richtig. Egal, wie sich es darstellt. Bei manchen ist es ein Gefühl. Sie fühlen so um sich herum dieses Feld und vielleicht spüren sie sogar eine Art Vibration. Vielleicht merken sie sogar, wie die Energie gerade bei ihnen hochgeht. So, wow. Aha. Bei manchen ist es wie ein Bild. Sie sehen so bildlich diese Aura um sich herum, dieses Feld um sich herum. Und bei wieder anderen stellt sich es ganz anders dar. Vielleicht riechst du dein Energiefeld. Vielleicht ist es einfach nur, du weißt einfach nur, dass es da ist. Verbinde dich jetzt mit deinem Energiefeld. Und wenn du dein Energiefeld klar wahrnimmst, so klar, wie es dir jetzt möglich ist, und ich bitte darum, dass es dir sich so klar zeigt, wie es jetzt möglich ist, egal wie es ist, dann nimm wahr, dass wir alle, diese ganze Community, vor allem alle, die jetzt hier verbunden sind, alle, die zu irgendeinem Zeitpunkt im Raum dieses Video sehen, alle, die in diesem Feld der Lern-Storytelling-Community drin sind, bilden gemeinsam ein Kraftfeld, haben ein gemeinsames Energiefeld, mit dem sie verbunden sind. Diese Verbindung wird durch diesen Prozess gerade deutlich stärker. Ein Energiekanal in einer bestimmten Farbe geht hoch zu diesem gemeinsamen Feld. Ein Energiekanal geht von diesem Feld zu dir herunter und speist dich mit Energie. Möglicherweise kannst du schon wahrnehmen, wie dich dieses Feld schon mit diesen Intentionen, mit all diesen Intentionen, die hier ausgesprochen und geschrieben und gefühlt wurden, verbindet. Wie sich die Energie in diesem Raum um dich herum verändert. Wie du plötzlich angebunden bist in etwas, was größer ist wie du, was kraftvoll ist, was so, wow, was ist da, was passiert da, wow, schön. Nimm wahr, wie deine Energie sich mit diesem Feld bewusst verbindet, wie du bewusst deine Energie in dieses Feld speist. Du hast unendlich viel davon, es ist da, du bist wie ein unendlicher Generator und es speist nach oben und du empfängst, du downloadest Dinge, die dir gut tun. Nimm jetzt wahr, wie du verbunden bist und dann beobachte, wie von diesem Energiefeld plötzlich zeigen sich dir all diese vielen, vielen Verbindungsstränge, die zu den Menschen fließen, wo Menschen Energie geben und Energie nehmen, wo ein Austausch stattfindet. Im besten Interesse, in der besten Intention, frei und geschützt, fließt diese Energie nach oben und nach unten. Du gibst, was dir gut tut und du nimmst, was dir gut tut. Du wirst genau das bekommen, was dir gut tut und du wirst genau das geben, was du gerade geben kannst. Es ist alles gut, es ist alles für dich geschützt, es passt, es funktioniert für dich. So. Und jetzt nimm diese Verbindung wahr, von dir zu diesem Feld, zu all den anderen Menschen. Und nimm auch wahr, wie alle Menschen, die gerade passiv dabei sind, alle, die irgendwie mit diesem Lern-Storytelling-Feld verbunden sind, auch gerade angebunden werden an dieses Feld. Bewusste, intentionelle Verbindung. Und sie empfangen das, was für sie gut ist, und sie können das geben, was für sie gut ist. So, danke, 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 danke. Also, viele von euch werden es gerade sehr bewusst, sehr gezielt wahrnehmen und können spüren, wie es zu schwingen anfängt. Wenn du auch wenn du gerade gar nichts wahrnimmst, alles gut. Es passiert zu deinem besten Interesse, unabhängig davon, ob dein Kopf es gerade wahrnimmt oder nicht. Es funktioniert genau richtig für dich. Jetzt
mag ich deinen bewussten Verstand oder deinen unbewussten Verstand bitten, irgendwann mal in deinem Leben gab es Dinge, die einfach voll leicht waren, wo du Dinge so in völliger Leichtigkeit, im völligen Flow gemacht hast. Möglicherweise hast du mal ein geiles Essen vor dir gehabt und dann warst du richtig im Flow und hast dieses Essen gegessen im vollen Genuss und so, wow, und die Zeit ist verflogen, du hast dich gut gefühlt und so, wow, dieses Essen war gerade echt lässig. Vielleicht hast du mal ein Buch gelesen und die Seiten sind an dir vorbeigeflogen, die Stunden sind vorbeigezogen, so, und du warst so tief im Flow versunken, so in Verbindung mit diesem Buch, wow. Möglicherweise hast du mal was gelernt, was in dir eine tiefe Faszination ausgeübt hat, wo du sagtest, wow, ich lerne gerade was und ich fühle mich, als hätte ich mein ganzes Leben darauf gewartet, das zu lernen. Und dann verspeist du alles, wow, und du konsumierst es wie ein Schwamm und du lernst in einer Geschwindigkeit, die andere zum Erstaunen bringt. Und du warst völliger Leichtigkeit, völlig im Flow. Oder als Kind, wenn du gespielt hast, wenn du mit deinen Freunden eine Fantasiewelt gebaut hast, und ihr über Stunden oder Minuten im Flow wart und alles da war, alles leicht war. Erinnere dich an die Leichtigkeit in deinem Leben. Ich erinnere mich gerne daran, wie es ist, wenn ich schreibe. Dann gehe ich in so einen Start, in so einen Zustand von, boah, das fließt durch mich durch. Jetzt in diesem Moment bin ich Kanal und es fließt leicht durch mich durch. Manchmal liege ich im Bett und trance vor mich hin und es ist einfach leicht. Oder wenn ich Marketing lerne, dann ist es so, wow, ich höre, was der Lehrer oder die Lehrerin sagt und denke mir so, ja. Es ist wie ein tiefes Erinnern, es ist leicht, es fließt. Erinnere dich an dieses Fließen, an dieses Gefühl von meine Güte, Göttin, ist das leicht. Und jetzt nimm wahr, wie sich diese Erinnerung von Leichtigkeit, dieses Gefühl des Fließens, des friedlichen, kraftvollen, vor dich hinfließens, des Verbundenseins. Dieser Flow ist wie eine universelle Verbundenheit mit dem, was du tust. Du verschmilzt mit dem, was du gerade tust, denkst und fühlst, zu einem gemeinsamen Wesen. Es ist so, als würdet ihr über Raum und Zeit hinaus etwas kreieren. Als würdet ihr die 3D-Welt verlassen, gemeinsam auf einen universellen Tanz, eine universelle Reise gehen und was kreieren. Leichtigkeit, Flow. Wow! Nimm wahr, wie sich dieses Gefühl in dir ausbreitet. Wie es sich wie eine Woge in deinem Körper, in deinen Zellen ausbreitet. Wow, genießt es. Vielleicht bewegt sich was. Vielleicht bewegen deine Arme gerade so. Vielleicht begleitest du mit streichenden Bewegungen das Gefühl des Flows durch deinen Körper und lässt damit dieses Leichtigkeitsgefühl sich in dir verbreiten. Kindliche, begeisterte Leichtigkeit. Es ist völlig egal, wie lange es her war. Jetzt, in dem Moment, wo du dich daran erinnerst, ist es real. Du erlebst es gerade, es ist real. Du bist gerade Leichtigkeit. Und jetzt möchte ich dich bitten, uploade dieses Gefühl von Leichtigkeit, was sich in dir immer breiter macht. Uploade es nach oben in dieses wow. genau. Stell dir vor, die Energie schießt nach oben, du hast unendlich viel davon, du bist eine unendliche Quelle von Leichtigkeit. Du kannst beliebig viel davon erzeugen und du schießt es jetzt nach oben in dieses Feld. Du füllst dieses Feld jetzt mit deiner Leichtigkeit. Wow, und es wabert und wabert und wabert und du füllst es an. Du wusstest vielleicht gar nicht, wie viel Energie du übrig hast, einfach frei zur Verfügung, die gerade so aus der unendlichen Quelle aus dir rausströmt. Wow, du dachtest, Energie wäre begrenzt und jetzt so. Oh wow. Was für eine großartige Entscheidung, diesen Prozess zu machen. Danke, dass du da bist. Danke. Du füllst dieses Feld gerade auf. Wow, du spürst, wie intensiv das Ganze ist. Und jetzt, du gibst. Deine Gebenkanäle sind freigeschossen. Wow, es fällt dir leicht, diese Energie zu geben. Und während es dir leicht fällt, diese Energie zu geben und sich dabei deine Gebenkanäle noch weiter befreien, empfängst du. Du empfängst. Wenn du willst, hebe beide Arme in die Luft und eine Hand empfängt und eine Hand gibt. Eine Hand gibt, eine empfängt. Eine Hand gibt, eine empfängt. Möglicherweise
ist die linke bei dir die Gebende oder die Empfangende. Wie es für dich stimmt, ist völlig egal. Und die andere Hand empfängt. Und zwar empfängst du jetzt in voller Kraft die Leichtigkeit, die wir alle in dieses Feld hochgeschossen haben. Du downloadest diese Zustände von Leichtigkeit in dein System, in deinen Körper. Sie breiten sich in dir wie Schmetterlinge aus und durchfließen dich. Und wow, da kommt sie runter, die ganze geballte Energie von so vielen Menschen, die gerade ihre Energie von Leichtigkeit in dieses Feld hochgeladen haben. Unendlich viel Energie, die sich jetzt verteilt. Nimm wahr, wie sie sich in dir verteilt. Wie fühlt sich das an? Vielleicht magst du es irgendwie ausdrücken. Boah, oh. Vielleicht musst du lachen, vielleicht musst du grinsen, vielleicht irgendwas, vielleicht gar nichts. Alles ist gut. Alles ist gut. Dein Ausdruck von Leichtigkeit. Für den einen eine stille, in sich gekehrte, friedliche Leichtigkeit und Angebundenheit. Für den anderen eine extrovertierte, lebendige, Leichtigkeit. Für mich gerade ist es so, meine Hände vibrieren gerade wie verrückt. Meine Beine vibrieren, mein ganzer Körper vibriert. Wow, das ist intens. Ich danke dir jedem Einzelnen für diesen Upload und für diesen Download, der gerade passiert. Spürst du, was es mit dir macht, verbunden zu sein in so einem Feld, zu teilen, die ganze Energie zu teilen und vor allem mit voller Kraft zu empfangen? Ich weiß, früher war Empfangen für viele euch ein Thema. Aber jetzt kannst du empfangen. Weil du weißt, du kannst frei geben und frei empfangen. Du kannst frei geben und frei empfangen. Jetzt leg deine Hände auf eine Stelle deines Körpers, vielleicht dein Herz, vielleicht was anderes. Und mach dir bewusst, dass du gerade empfängst und gibst und empfängst. Wow, es breitet sich aus in dir. Es ist intensiv und wird immer intensiver. Und jetzt gib dir Zeit, es einfach zu empfangen und zu genießen. Und atme nicht vergessen, atmen. Danke. Mach dieses Gefühl, was gerade in dir ist, diese Vibration, mach die stark. Und jetzt breite dein Feld auf. Da ist gerade so viel Energie da. Mach dein Feld auf. Nimm wahr, wie sich dieses Energiefeld der Leichtigkeit ausweitet. Über dein Feld hinaus. In deinem ganzen Raum. Alle Wesen, die in diesem Raum mit sind, spüren, werden jetzt von dieser Vibration der Leichtigkeit erfasst. Wie von einer heilsamen Welle. Breite das Feld jetzt weiter aus, über das ganze Haus. Oh, es ist leicht, ne? Alle Wesen, Pflanzen, Tiere, Menschen, Energien, die in diesem Haus sind, empfangen jetzt die Vibration der Leichtigkeit, werden wie mit einer Woge, wirklich fließt es durch wie ein Wind. Alle bekommen es zu spüren. Breite die Energie weiter aus, deine ganze Stadt. Alle Wesen in dieser Stadt bekommen jetzt diese Woge der Leichtigkeit. Und ja, du darfst es dir erlauben, dein Energiefeld aufzumachen. Es ist genug da. Wir haben so einen Überfluss. Wir haben so einen Überfluss von Energie gerade. Mach's auf, ja. Ja. Und ist alles gut. Für dich ist gesorgt. Du bist geschützt, du bist sicher. Du kannst dir ganz entspannt dieses Feld der Leichtigkeit einfach fließen lassen. Einfach rausfließen lassen, raus über die ganze Stadt. Und dann erweiterst du. Das kann sein, dass es sich ungewohnt anfühlt, ein Energiefeld so zu expanden, so zu erweitern, diese Vibration so weit zu teilen. Dann erweiter sie über dein ganzes Bundesland. Und schau, was passiert, wenn jeder ein Fünkchen dieser Energie abbekommt. Und spür für dich rein, ob es für dich stimmt. Und wenn es für dich stimmt, geh jetzt mit. Und wenn es für dich nicht stimmt, mach das, was für dich richtig ist. Vertraue auf deine innere Weisheit. Deine innere Weisheit weiß ganz genau, was für dich gut ist. Und wenn es für dich stimmt, dann breite jetzt dieses Feld der Leichtigkeit aus, weit über den ganzen Kontinent. Vielleicht siehst du es bildlich, wie diese Energiewelle sich im ganzen Kontinent ausbreitet.
Vielleicht spürst du es. Vielleicht weißt du einfach nur, dass es passiert. Und dann über das Feld der ganzen Welt. Und jeder bekommt so einen Funken dieser Leichtigkeit ab. Dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, nach dem sich die Menschen so sehr sehnen. So sehr sehnen, so sehr sehnen. Vielleicht wird es gerade ein bisschen heller um dich rum. Vielleicht verändert sich deine Wahrnehmung. Vielleicht verändert sich irgendwas. Es ist egal, auch wenn du nichts wahrnimmst. Es ist völlig gut, alles gut. Und es breitet sich in der ganzen Welt diese Woge von Leichtigkeit aus. Unser großes kollektives Bewusstes wird gefüllt. Es macht eine Welle der Leichtigkeit durch dieses ganze Feld. Dieses kollektive große Bewusstsein verbindet sich in der Energie der Leichtigkeit. Ich erbitte, dass jedes Wesen in diesem Feld, das es empfangen möchte, jetzt diese Vibration von Leichtigkeit empfangen kann. Ich erbitte, dass so viel Energie da ist, die jeder, der es möchte, der es gerade gebrauchen kann, diese Leichtigkeit in voller Kraft empfangen kann. Ich erbitte, dass jeder, der die Leichtigkeit gerade sendet, es für ihn leicht ist, das zu tun. Er für sich auf seine Art und Weise genau richtig ist, genau richtig spürt, es genau richtig macht. Ich erbitte einen Flow in diesem Prozess. Und ich danke für die Kraft dieses Prozesses. Ich danke für diesen ganzen Prozess. Ich danke für das, was hier gerade da ist, was hier gerade passiert. Ich bin einfach nur wow. Danke. Diese ganze Energie hat sich ausgebreitet. Jetzt kannst du dich auf dich fokussieren. Fokussiere dich zurück auf dich. Möglicherweise bleibt dein Feld so, weil es dir gut tut. Möglicherweise kommt es jetzt zurück zu dir. Was immer für deine innere Weisheit, für deine Seele richtig ist. Hol es zurück zu dir, wenn du magst. Wow, und dann spür in dich rein, in dem Wahr, so wow. Wow, was ist da? Was ist jetzt da? Was ist da gerade für eine Energiequalität, für eine Vibration in der Luft für dich? Das bist du. Darauf hast du Zugriff. Das ist dieses Feld, das wir gerade... dieses wundervolle Feld. Wow. 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 Und jetzt. Jetzt. Erlaube dir, Bilder zu sehen. Bilder von Situationen im Leben, wo du dir diese Energie von Leichtigkeit wünschst. Und du nimmst vielleicht schon wahr, dass diese mächtige Woge der Leichtigkeit schon während die Bilder entstehen, da reinströmt. Und noch bevor du dich wirklich erinnern kannst, was früher mal anders war, durchströmt die Leichtigkeit diese Bilder. Durchströmt die Leichtigkeit diese Erfahrungen. Durchströmt die Leichtigkeit dein Leben in all diesen Bereichen. Und wie ein Freispülen, wie Kanäle, die freigespült werden von dieser kraftvollen Welle der Leichtigkeit, werden deine Lebensbereiche gerade freigespült, kraftvoll und leicht. Wow, und du nimmst wahr, wie die Leichtigkeit Einzug hält, wie es endlich easy, alles easy sein darf. Und nimm wahr, welche Lebensbereiche sich jetzt erfüllen mit Leichtigkeit. Deine Körperteile erfüllen sich mit Leichtigkeit. Dein Kehlkopf füllt sich mit Leichtigkeit. Deine Chakren erfüllen sich mit Leichtigkeit. Deine Gedanken erfüllen sich mit Leichtigkeit. Die Lebenssituationen füllen sich voll auf mit Leichtigkeit. Ist genug da. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst gerade mehr, ziehst dir runter, da ist eine riesige Quelle da oben von so viel Leichtigkeit, von so vielen Menschen. Und während du nimmst, speist du automatisch die Energie ohne Aufwand, sie ist da, es ist so wunderschön. Balance. Das ist die Kraft der Gemeinschaft, der intentionalen, ko-kreativen Gemeinschaft. Das ist so schön. Da ergibt 1 plus 1 10. Oh, wow, und sie fließt und fließt und fließt. Und stell dir vor, wie du Dinge mit Leichtigkeit machst. Sieh dich selbst, die mit Leichtigkeit machen. Fühl dich, die mit Leichtigkeit machen. Lass es kribbeln, lass es britzeln. Wow. Wow. Und dann nimm auch wahr, wie die Menschen um dich rum die Leichtigkeit sehen und spüren. Und irgendwie um dich rum, dein ganzes Feld, füllt sich so mit diesem Easiness aus, dass es plötzlich so, da ist ein Projekt und die Leute arbeiten hart und so, wow, es ist gerade schwer, du kommst rein. Dein Feld wirkt und die Knoten platzen. Blip, 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 blip. Und alle so, wow, Gedankenblitz, genau, so machen wir es. Da, wo ganz früher mal irgendwie Drama war und ganz viel so, wow, Dramatik, Streit, du kommst rein mit deinem Feld. Hä? Ach so, wir können es auch ganz leicht lösen. Wir können in Verbindung gehen. Ja, genau, wow. Easy. Oh, ich mag dieses Mantra. Alles easy. Alles easy ist so universal. Alles easy. Gefällt mir. So, und jetzt...
Jetzt, spür, was da passiert. Spür, was da passiert. Und während der Prozess passiert, sprich jetzt dein Mantra der Leichtigkeit nochmal aus. Alles easy. Bei mir geht's richtig leicht. Alles easy. Sieh diese Szenen deines Lebens, die leichter werden. Alles easy. Bei mir wird's richtig leicht. Sieh das, was vorher noch eine Herausforderung war. Alles easy. Bei mir wird's richtig leicht. Du sitzt in einem Laptop und willst schreiben und plötzlich so, alles easy. Und du weißt, was du schreiben willst. Du bist verbunden. Du weißt, was durch dich durchkommen möchte. Du stehst auf der Bühne und so, wow, große Bühne. Und plötzlich, alles easy. Und es fließt durch dich durch. Es wird leicht. Die Leichtigkeit steckt die Zuschauer an. Wow, was passiert da? Und es fließt durch dich durch. Wow, 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 wow. Alles easy. Alles easy. Alles easy. Bade darin. Bade, 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 bade darin. Atmen. Lächeln. Lächeln, atmen. Und jetzt besiegel diesen Prozess mit Dankbarkeit. Danke für die Leichtigkeit. Danke für mein Leben. Danke für diese Energie. Danke für dieses kollektive Feld. Danke für diesen Raum. Danke für deine Zeit. Danke für meine Stimme. Danke für meine Präsenz. Danke für dafür, dass du hier bist und mitmachst. Danke für deinen Fokus, deine Energie. Danke für diesen Raum, in dem ich hier sitzen darf. Danke, danke, danke. 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 Danke, danke, danke. Danke. Und jetzt schüttel deinen Körper ein bisschen aus. Mach Sounds, befrei den Kiefer. Ja, mach dich leicht. Klopf auf die Beine, klopf auf die Beine. Es setzt sich durch die Zellen. Die Leichtigkeit verteilt sich in den Zellen, sie setzt sich körperlich. Sie setzt sich in deine Zellerinnerungen. Wow. Wow. Wunderschön. Wunderschön. Es fließt. Es fließt, es fließt, es fließt. Alles easy. Ich brauche nicht laut sein, ich brauche nicht enthusiastisch sprechen, weil ich weiß, dass du es spürst. Ich weiß, dass du es so deutlich spürst. So deutlich. Jetzt leg die Hand oder die Hände auf dein Herz. Leg die Hände auf dein Herz, genau. Oh, lächel nochmal und sprich noch einmal dein Mantra der Leichtigkeit aus. Bei mir geht's richtig leicht. Alles easy. Und dann öffne die Augen. Willkommen in der Welt der Leichtigkeit. Hallo. Ich grüße dich. Hallo, willkommen zurück. Ich vermute mal, es geht dir richtig, richtig gut. Wie geht's dir gerade? Lass uns alle wissen, wie es dir gerade geht. Lass uns daran teilhaben, inspirieren uns. Wie geht's dir? Kommentiere, wie du dich gerade fühlst, was gerade in dir los ist. Ich bin gespannt und begierig drauf, es vorzulesen, es zu erfahren, es mitzuspüren. Ich sehe hier schon, wie die Daumen und Herzen hochkommen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich über jeden, der mir jetzt gerade mitteilt und der gerade schon schreibt und abschickt, wie es ihm geht. Danke für das Herz, Caroline. Es ist so schön, wie diese Herzen und Likes hier hochfließen. Caroline sendet mir gerade 10 Herzen. Voll geil. Da, Silvia sendet mir Likes. Das geht nach oben. Und es sieht echt so schön aus. Und ich spüre gerade so bei jedem dieser kleinen Likes und Herzen, die hochkommen, auch so mal die Freude aufkommen. Das ist wunder, 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 wunderschön. Das ist wunderschön. Ah, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Von einem wunderbaren Mann, der sich auch mit Bild gezeigt hat am Lagerfeuer. Wow, das war richtig beeindruckend, weil da kommt jemand richtig raus, hey. Ah, da sehe ich die Mai mit im Herzen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ah, Xanthia sagt, leicht ganz tief in mir. Oh, viele, 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 viele Herzen und Lacher und Likes und so. Ah, Markus Ludes sagt, gut, gut, gut. So, Markus Ludes sendet mir Augen mit Herzen. Caroline sagt, ich kann gerade noch nicht weiterdenken. Ja, wundervoll, danke fürs Erinnern.
Brauchst gar nicht denken, brauchst gar nicht denken. Wenn was da ist, teil's mit mir. Wenn du einfach gerade nur so flow bist, mach gar nichts oder schick mir, boah, so viele Likes und Herzen, geil. Ich fühle mich lebendig und vitalisiert und habe ein Lächeln im Gesicht. Agnieszka, danke. Jelka sagt, lustig. Ah, oh, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Liebesregen, Love Shower. Ah, und all diese Dankbarkeit, die jetzt fließt, empfang die auch für dich. Gib sie und empfang sie. Es ist so wichtig, dass unsere Geben- und Empfangen-Kanäle weit offen sind. Und ich empfange gerade die volle Wucht eurer Liebe und Dankbarkeit. Grit macht viele, viele betende Hände. Aileen sagt, danke, Marc. Daniela sagt, ich finde es witzig, weil ich deinen Ton ausgeschaltet habe und ich verstehe dich. Daniela, wir sind jetzt schon so lange auf diesem Weg gemeinsam. Schon seit, glaube ich, 2 Jahren. Ich verstehe es so, wenn du mich wortlos verstehst. Katja Hufnagel sagt, ich schwebe gerade. Ich glaube, Katja macht gerade einen Durchbruch nach dem anderen. Ich beobachte ja, was bei den Sessions passiert. Katja war mindestens 2 dabei jetzt. Wundervoll. Sabine sagt, lebendig. Ich bin immer eine Weile runtergerutscht. Ich bin immer eine Welle runtergerutscht. Jetzt hat. Ich sehe gerade so einen Regenbogen vor mir. So, hui. Oh, es ist so wunderschön. Danke fürs Teilen. Merkt ihr, wie die geteilte Inspiration mehr wird? So, hui. Alles, was gerade in dieses Feld hochgeht, kommt wieder runter zu euch. Und es ist so kräftigend. Ihr bekommt die Downloads und Codes von so vielen Menschen, die für euch gerade gut sind, die euch helfen. Oh, und ich empfange gerade euren Dank und danke euch dafür. Oh. Oh. Caroline sagt, es war so schön, das Energiefeld so weit aufzumachen und zu geben und gleichzeitig zu nehmen. Wow. Ich habe mitgespürt, dass bei ein paar von euch beim Aufmachen so über die Stadtgrenze hinaus so ein Widerstand kam, so ein Wow, kann ich das machen? Kann mein Energiefeld jetzt so groß werden? Ist das gut? Ist das sicher? Kann ich das? Und wow, ja, du kannst. Da ist so viel mehr in deinem Fähigkeitenbereich, als du vielleicht weißt. Und solche Erfahrungen, die zeigen dir erstmal, was du eigentlich kannst, wie du dich global connecten kannst, auch weit darüber hinaus. Das werden wir bei einem der nächsten Male machen, dass wir unser Awareness Field nochmal viel weiter nach draußen bringen und ihr mal spürt, was für unendliche energetische Wesen ihr seid. Weil dieses energetische Freischalten, dieses ich nenne es liebevoll 4D-Marketing, so 3D die lokalen Skills, die weltlichen Skills und die 4D, die vierte Dimension, wir beziehen diese energetische, diese feine Ebene, die für euch alle so selbstverständlich ist, mit ein. Wir ziehen die mit ein und erschaffen dadurch einen Mix, der einfach einzigartig ist. Aileen sagt, was ist, wenn ich diese Leichtigkeit nicht bewusst gerade spüre? Es ist der Druck in meinem Umfeld, ich möchte ab jetzt Leichtigkeit, Fülle und Freude in mein Leben. Aileen, ich weiß ja, weil ich dich kenne, dass bei dir gerade so viele Prozesse anstehen, die laufen und dass da auch einige Felder gerade miteinander so am Arbeiten sind. Und ich bitte dir, erlaube dir, setze jetzt die Intention, sprich sie vielleicht sogar aus, ich erlaube mir jetzt für mich das Beste und ich erlaube für mich das Beste zu empfangen. Ich darf auch einfach nur empfangen. Ich darf jetzt empfangen. Ich darf jetzt empfangen. Das ist dein Mantra, Aileen, das gebe ich dir. Ich darf jetzt empfangen. Ah, und ich danke dir auch fürs Öffnen und fürs Teilen. Ich danke jedem Einzelnen fürs Öffnen und fürs Teilen. Danke, 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 dass ihr dabei wart. Ich bin so gespannt. Die letzten Tage ist ja in der Gruppe so ein britzelndes Energiefeld. Vor allem, wenn wir die Clearings machen. Das ist so krass. Und ich sehe es in jedem Beitrag. Ich sehe es in jedem Kommentar. Ich sehe, dass sich die Interaktion zwischen verfünf- und verzehnfacht hat innerhalb von 2 Tagen. Was sagt uns das? Und ich finde es wunder, wunder, wunderschön. Das ist diese Energie, die wir gerade erzeugen. Dieses Feld. Und ich bin dir so dankbar, ey. Hammer, 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 hammer. Wie viel Uhr haben wir jetzt überhaupt? Wir haben 20.21 Uhr, fast eine Stunde waren wir jetzt im Prozess. Wow, die Zeit ist verflogen. Die Zeit ist verflogen. Die Zeit ist verflogen. Huh, wow, 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 wow. Ich leite mal über in meinem persönlichen 4D-Marketing-Blog. Ich weiß, einige von euch arbeiten schon mit mir. Einige von euch arbeiten schon mit mir daran, wirklich klar zu werden, was ihr dieser Welt zu geben habt, wie ihr euch ausrichtet. Und einige haben die Gedanken, mit mir zu arbeiten. Und wenn du gerade hier bist
dann will ich die Gelegenheit nutzen und dich motivieren und zu sagen, hey, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Und du kannst im 1:1 mit mir arbeiten, du kannst mich für deinen persönlichen Begleiter haben und im Februar wird was Geiles passieren. Also für mich ist das ein Riesenschritt, das so zu kommunizieren. Holy shit. Es ist schon ein bisschen her, dass eine offene Kommunikation für mich ein großer Schritt war. Aber was ich jetzt tue, ist so für mich nochmal raus aus meiner Komfortzone. Und zwar im Februar werde ich eine erste Runde 4D-Marketing durchführen. Also ein Gruppenprogramm, wo wir über diese Gruppenprozesse das Thema Vermarktung, also vor allem Klarheit, für wen und wofür bin ich hier, wie richte ich mich aus und wie mache ich meinen Content, wie mache ich die Menschen auf mich aufmerksam, wie verbinde ich mich energetisch mit Klienten, wie kann ich das, was ich tue, mit meiner inneren führenden Übereinstimmung bringen. Also eine schöne Mischung aus klaren 3D-Marketing-Skills kombiniert mit diesen 4D-Prozessen unter Einbeziehung dieser Ebene. Und das wird im Februar passieren, das wird im Februar zu seiner ersten Ausrichtung kommen. Und ich habe so lange dieses Gefühl gehabt, so dieses Gefühl von, ich lerne diesen ganzen Marketing-Stuff. Und er ist gut und er ist logisch und er funktioniert und er macht Sinn, aber irgendwie fehlt mir was. Wie so ein Gefühl, als würde eine komplette Dimension fehlen, auf die ich nicht zugreifen kann, wo irgendwie was fehlt, wo irgendwie, keine Ahnung, bin ich irgendwie falsch, habe ich mir gedacht? Oder haben auch meine Lehrer das irgendwie nicht, weil sie es auch nicht erwähnen? Oder was ist da los? Und ich habe festgestellt, dass diese Art von Dimension, die mir gefehlt hat, die Kombination aus diesen 3D-Skills ist. Die 3D-Skills, wie baue ich zum Beispiel eine Verkaufsseite auf? Wie schreibe ich einen guten Text? Wie formuliere ich was? Wie kreiere ich ein gutes Angebot? Aber in Kombination mit der 4D-Ebene von, ich downloade mir von meiner inneren Führung, in welche Richtung es gehen soll. Ich bringe meine Arbeit in Alignment, in Übereinstimmung mit dem, was für mich stimmt. Ich erlaube mir zu 100% zu meiner Wahrheit zu stehen und auch meine Wahrheit auszudrücken, selbst wenn es noch nicht in die Schemata passt, die uns gerade gelehrt werden. Ich erlaube mir, vorwärts zu gehen. Ich erlaube mir, über mein Ego und meine Angst hinaus in eine führende Rolle zu gehen, in eine Rollenmodellrolle für andere, indem ich meiner Wahrheit vorgehe, egal in welchem Bereich es ist. Und diesen Prozess werden wir im Februar in Form eines Gruppenprogramms durchmachen. Ich bin ultra aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, was ich mir damit für ein Fass aufmache. Aber ich meine, ihr kennt mich. Ich practice immer, was ich preache. Also ich mache immer das, was ich hier auch sage. Und für mich ist es mein Ergebnis von meinem persönlichen Alignment und mein Ergebnis davon, über die Angst davor zu sagen, oder wer bin ich denn zu sagen, 4D-Marketing ist doch voll abgehoben. Aber mein Gott, da muss ich jetzt durch, da muss ich jetzt drin stehen bleiben. Und heute sehe ich diesen Samen, heute spreche ich es das erste Mal aus, heute sehe ich diesen Samen und ich weiß, einige von euch hören mir gerade zu, haben so ein inneres Jipp und wissen jetzt schon, dass sie dabei sind. Und da freue ich mich schon drauf. Die nächste Zeit werde ich mehr dazu kommunizieren. Die nächsten Tage wird es weiterhin möglichst jeden Tag so eine Session geben. Es kann auch sein, ich weiß es noch nicht, dass ich in Zukunft fast jeden Tag so eine Session mache, weil es mich gerade so hype, für eine Zeit lang zumindest. I don't know. Ich lasse mich da völlig auf mich selbst ein und auf was immer da aus mir rauskommen mag. Und ich freue mich, dass ich von einer Community umgeben bin, die das mehr als nur versteht. Ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen da ein tiefes, da gerade mit diesen Prozessen, die wir hier machen und mit dem, was da jetzt kommen wird, so ein tiefes, So ein, ja endlich, haben werden. Und ich weiß auch jetzt schon, dass ein Haufen Leute kommen werden und sagen werden, Marc, das haben wir doch schon immer in dir gesehen. Und ich so, In dieser Hinsicht mag ich noch einmal in die Kamera strahlen und dir sagen, vielen, 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 vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Energie, deine Präsenz, deinen Kontakt. Ich bin gerade echt, wow, erhoben. Ich bin erhoben, wie sagt man das? Ich fühle mich uplifted, angehoben. Und ich schwebe jetzt dann aus diesem Raum heraus. Mir wurde hier ein Büro zur Verfügung gestellt. Ich bin zu Gast bei Bekannten, bei Freunden. Und ja, danke. Schreib mir gerne, wie es dir gefallen hat. Mach gerne einen Post über diese Sessions, wenn du willst, dass mehr Leute reinkommen. Also verteile das Wort, wenn du Bock hast. Verteile Wertschätzung, die ich gerne annehme. Arbeite gerne mit mir. Ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten. Und lass uns in Kontakt gehen. So, in dieser Hinsicht,
hiermit schließe ich dieses Ritual, dieses gemeinsame Ritual ab. Wow. Xanthia sagt, danke dir für diese unglaubliche Begeisterung, die aus dir rausbricht. Danke fürs Dasein, Xanthia. Danke fürs Teilen und danke, dass du das sagst. Ich nehme es mit Freuden an und gerne gebe ich diese Begeisterung. Ich bin da einfach in meinem Element und in dieser Hinsicht